Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut, Mac Burago, und diese Therapie ist kostenlos. Wir sind hier bei Let's Play Far Cry, Far Cry 6 und sind mal auf dem Weg, missionmäßig ein bisschen was zu machen. So. Aber wir kommen nicht weit, weil wir halten den Flugschein schon wieder an, weil die nächste Kiste. Das Spiel ist nichts für ADHS-Kinder wie mich. Okay, vom Kontrollpunkt. Das soll ein Kontrollpunkt sein? Hier ist mal die Wand. Schade. Dann müssen wir erstmal einen Kontrollpunkt zerlegen. Also, wie das Neues gelernt. Entschuldigung. Es gibt Kontrollpunkte, die haben einen Schlüssel, aber da ist nicht unbedingt das Lager. Und Vollgas hier. Parken mal, Leute. Paella. Wir machen jetzt den Katzer. Ignorieren wir einfach mal. Da steht. Okay, Büffel auf der Straße. Panzer. Das kann hier nur schöner werden. Ich weiß nicht, es gibt dieses schicke Fahndungslevel, wo ich noch nicht weiß, wo ich das finde. Aber nichtsdestotrotz, wir kommen voran. Wir wollen bis mal gucken, was die Mission bringt. Bevor wir uns um den ganzen anderen Kram kümmern. Außerdem ein bisschen müssen wir den Landstrich auch noch ein bisschen erkunden. Solches. Okay, da ganz groß Evil. Das weiß ich jetzt schon, das wird nicht gut sein. Rot einbereitet, das heißt, da gibt es Stress. Oh. Relativ wenig los hier auf der Straße. Nur ein Irrer unterwegs und einer mit Pferd. Und dann verpasse ich auch noch die Abfahrt. Okay, nichts los, aber genug. Aber genug dafür, dass ich die Abfahrt verpasse. Alles klar. Weiß ich, ob ich da richtig bin. Ich glaube nicht. Wir kommen mal ins Tagebuch halt rein. Notizen. Das ist ein bisschen verwirrend gerade. Einsätze. Ah ja. Dann gehen wir mal ganz unauffällig hier rein. Okay. Was ist hier passiert? Aber für die Wahrsten der Jahre, damit haben wir nichts zu tun. Unsere Armee hat den Eid geleistet, euch mit aller Kraft zu verteidigen. Okay, auf jeden Fall aber ausgeschaltet. Sie sind bereit, diese Terroristen wie einen Krebs herauszuschneiden. Das Seite bestimmt Ärger geben wird, und zwar ganz viel. Cornio, mit dieser Sparda ist nicht zu spaßen. Scheiße, noch eine Leiche. Okay. Irgendwie habe ich bei mir Sorgen, was hier passiert ist. Das Schwert? Man sollte sie Messer nennen. Okay, hier gibt es eine Kiste. Medizin. Okay, dann gehen wir mal nach oben. Ich würde sagen, gehen wir mal nach oben. Und für alle Fälle lieber mal die Kanone ziehen. Ich befürchte, wie sonst gibt es Stress hier. Das ist alles zu ruhig. Stell dir vor, wir hätten uns hier reinballern müssen. Okay. Sie ist verdammt gut. Okay. Den hat's halb zerrissen. Senor Presidente,
Für jene Jaraner, die mit dem Kopf im Sand liegen. Okay, lesen wir mal. Disziplinarmaßnahme. Bitte beachten Sie, dass folgende FDN-Soldaten 1 Monat lang gekürzte Bezüge erhalten und 3 Monate lang, wenn immer möglich ist, Nachtschicht und Kantinendienst übernehmen müssen. Soldat Erwin Almon, Samantha Lopez, Erika Kurse. Dies möge als Warnung für alle Soldaten gelten, die in Betracht ziehen, eine Party Superschacht teilzunehmen. Diese Partys Parias sind Eigentum der FDN und sind dementsprechend zu machen. Also, was können Sie uns über dieses große Wunder? Scheiße, was geht denn da oben ab? Okay. Und rein in die Tür. Was erwartet mich der denn? Bin ja völlig überrascht. Nein! Bitte! Okay, Camilla. Sollte man die nicht holen? Wer verdammt bist du? Dani, von Libertad. Bist du die kleine Montero? Die kleine ist gut. Fick dich, Fili. Ich muss mit deinem Vater sprechen. Clara will ein Abkommen schließen. Claras Name bedeutet hier gar nichts. Du arbeitest für Clara Garcia? Du bist Carlos Monteros Tochter? Bitte töte mich nicht. Sag mir, wo dein Teniente ist. Versprech mich nicht zu töten. Cayo Villarreal! Cayo Villarreal! Das ist Josés Privatinsel. Okay. Hast du alles? Nein, aber es ist genug. Und er? Und der sagt seinem Boss, José Castillo, dass ich all seine Tenientes töten werde, einen nach dem anderen. Nur zum Spaß. Okay. Danach befreie ich alle Parias, die diesen beschissenen Tabak herstellen. Das tue ich für mein Volk. Okay. Und schließlich sagt der José, dass ich ihm die Kehle aufschlitze, genau hier. Und das tue ich für mich. Vielleicht Notizen machen, könnte ein bisschen viel sein, dass ich das merken kann. Aufschreiben. Sag dem kleinen Schweineficker einfach, Espada war hier. Und sag deinen Freunden, sie sind im falschen Team. Gehen wir zu Papa. Okay, gehen wir zu Papa. Psst, Schaban. Wir nehmen die Pferde da draußen. Okay. Mein Auto ist aber besser, es hat eine Kanone oben drauf. Eindringlinge! Soldaten am Boden! Eindringlinge! Klingt, als hätten sie deine aufgeschlitzten Leichen gefunden. Das Militär wird uns am Arsch hängen. Was? Eindringlinge! Eindringlinge! Geht doch ganz einfach. Einfach draufhalten. Oh, wo ist noch jemand? Coño, nicht jetzt! Okay. Okay, wir ziehen das durch! Gott! Wo will ich denn hin? Dann wechseln wir hier hinterher. Okay, mein Freund. Den da. Schnell heilen. Fress das! Da ist noch einer. Wechsel mal auf größeres Kaliber. Jetzt mal aufpassen müssen. Ach nee, ich. Verändere deine Ausrüstung um Schaden durch folgende Schaden durch Weichmunition. Weichteilmunition. Okay, mehr Weichteilmunition. Wir nehmen die Pferde da draußen. Okay. Okay. Klingt, als hätten sie deine aufgeschlitzten Leichen gefunden. Jupp, das klingt danach. Hier ist.
Bitte? Die Frage ist, da hinten rennt auch noch einer rum hier. Läuft ein bisschen besser. Kannst du mal die loslassen? Danke. Der ist weg. Heilung. Genau, das ist die richtige Heilung, die ich brauche. Wir können ja mal, weil wir schon mal dabei sind, können wir ja mal das hier ausprobieren, ja. Okay. Wo wollen wir eigentlich hin? Ja, wechsel du mal, ich wechsle auch die Position. Okay, den da hin. Den da zusammen zerlegt. Okay. Oh, da steckt was in der Hand, das sollen wir rausnehmen. Und zwar auf die andere Seite. So viel zu leise. Gehen wir. Jupp, so viel zu leise. Schnelle Heilung. Super. Das war ja mal richtige Action. Da ging es ja richtig hart zur Sache. Da war ja echt einiges los. War anstrengend. So, Munition vielleicht bitte. Und meine Katze, die muss ich auch noch wecken hier. Problem bei der Katze ist, gegenüber der Guapo tut sich selber heilen. Hier müssen wir ein bisschen Hand anlegen. Bin dir auf den Fersen. Jep. Wir haben ein schickes Auto, da sind eine große Kanone drauf. Okay. Keine Sorge. Okay, ich tue dir nichts. Das ist gut, ich tue dir auch nichts. Okay, so geht das auch. Und wegstecken. Mach die Waffe weg! Okay. Genau, schnell. Es wurde alles nix hier. Hier drüben, unter die Brücke. Okay, unter die Brücke gibt doch keine andere Möglichkeit. Langsam. Du siehst aber auch nicht so gut aus, ja? Das ist doch gut gelaufen. Arre! Komische Verständnis von läuft gut. Okay. Ich glaube, wir haben sie abgehängt. Wenn du das sagst, dass wir die abgehängt haben, dann ist das fein. Schlecht bist du auch nicht. Wo hast du gelernt, so zu schießen? Militärakademie. 16 bis 21. Das können wir gebrauchen. Ich mix auch richtig gute Mojitos. Das glaube ich erst nach einer Kostprobe. Seit Wochen hatte ich nichts außer Philis Klärdrogenscheiß. Tu mal so, als wäre das nicht ernst gemeint. Ab durch die Hühner. Scheint das Leben hier draußen ziemlich schwer zu haben. Sein Neffe José ist für uns das wahre Problem. Wir nennen den kleinen Bastard Napoleon in Peking. Kleiner Napoleon? Süß. Okay. Der Name ist süßer als der Mann. Die Monteros sind schon seit 200 Jahren auf diesem Land. Jetzt hat der Sklavenlager für diesen Viviro-Dreck rausgebracht. José drückt unseren Leuten eine Pistole an den Kopf und lässt sie pausenlos arbeiten. Der Kombinierte hat sogar meinen Papa geholt. Er war zu lang auf den Feldern. Das Gift hat ihn krank gemacht. Auch wenn er es nie zugeben würde.
Jetzt führt Papa seine eigene kleine Revolution. Ihr werdet Libertad brauchen, wenn ihr Castillo aufhalten wollt. Okay. Du bist nicht der Erste, der mir das sagt. Aber Papa hat seinen Stolz. Er vertraut nur seinen eigenen Leuten. Entweder bist du ein Montero oder ein Nina. Du willst also sagen, dass ich am Arsch bin? Ich weiß nicht, bei dir könnte es anders sein. Okay. Du wirst nicht wie die anderen, die Clara geschickt hat. Vielleicht wird er dich mögen. Vielleicht. Aber nur vielleicht. Wie weit ist es noch bis zu deinem Lager? Dauert nicht mehr lang. Hast du es eilig? Nein, ja. Nein. Schon gut. Ist ein gutes Training. Sei nicht gerade um die Ecke. Sag. Da war fast die halbe Map dann schon aufgedeckt, wenn wir da durch sind. Langsam. Okay, absteigen. Okay. Wir scheinen da zu sein. Was ist hier los? Du bist jetzt im Westen, Guerriero. Das Schwert und der Held. Schön, dass ihr beide lebt. Du hast sie also gefunden. Er hat es nicht leicht, aber es hat sich doch gelohnt, oder? Ja. Ihr kommt genau richtig. El Jefe sorgt für Abendessen. Der Hund ist trotzdem putzig. Okay. Carlos Montero. Eso, eso! Eso! Dale, papá. Ese jefe! Claro que sí, ¿vale? Dale, dale, okay. Dale! Oh. Vamos, vamos, vamos! Vamos! So viel Geistertheater. Okay. Ja. Dachte ich auch gerade. Wo warst du? Auf Erkundung. Blödsinn. Wer ist das? Mein Name ist... Dich hat keiner gefragt. Entspann dich, Papa. Das ist Dani. Von Libertad. Libertad geht mir am Arsch vorbei. Wo ist deine Augenbinde? Papa, sieh dich um. Das sind Bauern, keine Kämpfer. Oder soll Chorizo allein gegen El Pequeño kämpfen? Hey, 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 lass Chorizo da raus, ja? Okay. Unsere Leute müssen lernen, Guerilleros zu sein, Camila. Von uns. Deshalb bin ich hier. Du siehst mir nicht nach Guerilla aus. Ich sehe nur einen Turi. Okay. Wenn der Turi uns Ärger macht, bist du schuld, Camila. Mann, ist der schlecht drauf. Er mag dich. Willkommen in der Finca Montero, Held. Komm, Chorizo, heb dir das für den Nachtisch auf, Kumpel. Los. Lustige Familie. Bestimmt viel Spaß. Okay. Guerilla-Lagereinrichtung. Sprich mit dem Vorarbeiter von der Bauleitung, um die Einrichtung der Guerilla zu bauen. Bauen, verbessere das Lagereinrichtung, um verschiedene Vorteile zu erhalten, Unterschiede freizuschalten. Alles klar. Das heißt, da. Danny, jetzt musst du deine beste Erast van Doren-Imitation abliefern. Was? Erast van Doren, der berühmte russische Detektiv in Boris Akunins Roman. Konyo, Danny, seine Bücher gibt es in 35 Sprachen. Okay. Vergiss es. Ich habe ein Rätsel für dich. Okay, hau raus. Worum geht's? Ein paar Guerilleros sollten in Rio de Plata eine C4-Lieferung abgreifen. Sie werden vermisst. Was noch komischer ist... Ich habe russische Funksprüche abgefangen. Russisch? Sind jahresalte Verbündete zurück, um gegen Libertad zu kämpfen. Glaubst du, die haben das C4? Weiß nicht, deshalb rufe ich ja dich an. Alles klar. Erast van Doren. Ja, ja, ich löse den Fall. Alles klar. Danny, lass alles stehen und liegen. Mein Freund Danny Trejo ist in Yara, um uns zu helfen, aber das Militär verfolgt ihn. Danny Trejo. Okay. Wie der Machete, Danny Trejo. Wie der Trejo aussieht. Alles klar. Reden wir mit ihm ja. Okay, Guerillalager, neue Einrichtungen. Papa, was haben wir denn? Guerillastützpunkte, Fischerhütte, was ist das ja? Die geheime Netzwerk Guerilla versteckt, das sich durch die Jahre zieht. Diese Bauvorhaben bietet Zugang zu Wingsuit und ermöglicht ihm oberstes Speer versteckt, die ganze Schnellreise zu kaufen. Alles klar. Nehmen wir einmal mit. Oh Gott. Dachte, es kommt sonst noch was, aber kein Kiosk. Okay. Wir werden aber so eine Grundausstattung machen. Okay. Wingsuit-Werkzeug. Neues auch versteckt. Finde mehr Lagerressourcen, um deine Lagereinrichtung zu verbessern. Ja, das hat man wieder. Okay.
Ja. Was haben wir noch hier zur Auswahl? Starte Guerillakämpfer mit besseren Waffen und einer besseren Ausbildung aus. Kundschafter mit Aufklärungslaptop, die eine Aussichtspunkt dann. Okay, gehen wir mal in die Richtung rein. Mal gucken, was es uns bringt. Es sind einfach so viele Möglichkeiten. Okay. Alles klar. Schwamm, hierher. So, damit haben wir einiges. Okay, Standardwaffen. Ja, die habe ich ja schon alle. Nee, habe ich noch nicht. Pfeil und Bogen. Und natürlich gute alte AK. Die sollte man nicht vergessen. Die habe ich jetzt leider nicht hier rumstehen. Sollte man vielleicht auf jeden Fall mitnehmen. Einfach der Nostalgie wegen. Oh. Haben wir die einmal gekauft. Krieg dich wieder ein. Wir kennen uns schon ewig. Ich trinke ihn unter den Tisch, seit er hier ist. Alles klar. Eigentlich trinkt er nicht. Aber das ist egal. Er ist jetzt hier. Nicht, dass ich dir auch nur ein Wort glaube, aber wenn ihr so gute Freunde seid, okay, warum hilfst du ihm denn nicht? Wer bist du? Als weiter nicht besser. Sondereinsätze. Ich bin Lola, alias die Göttin der Waren und des Tratschs. Ich verkaufe alles auf dem Schwarzmarkt, von Knarren bis oder zu Klopapier. Und zwar nicht dieses einlagige Dreckszeug. Meine Produkte... Okay, Schwarzmarktzeug, alles klar. Ich bin... Es ist perfekt. Er ist auf der Krokodilfarm Rey del Diente in Barrial. Alles klar. Beeil dich. Hallo? Die haben das erste Blut vergossen, nicht okay. Ich. Okay. Wer verdammt ist da? Wir werden ja, zugeschissen mit Aufgaben gerade. Okay, Verstecke... kaufen. Ah, hier kann man Verstecke kaufen. Was kosten die eigentlich? Ah, 150 Pesos. Naja, ist egal. Jetzt auf, Arschloch. Warte. Genug Kohle vorausgehauen. So. Okay. Wir sind da, genug zu tun, würde ich sagen. Oh, da gibt's Hubschrauber, Helipad, Übergabe, saubere Luft. Ach, schauen wir uns das nochmal an. Kennst du diese Sprüche wieder? Klar. Nehmen wir diesen hier. Ach, sie hier. Mal gucken, was sie für uns hat. Ich brauche deine Hilfe, um diesen Teniente zu finden. Alles klar. Unser Soldatenfreund sagt, er wäre auf der Privatinsel von Napoleon el Pequeño. Wenn du das sagst. Also werden wir beiden mit dem Boot von einem Anleger in Siniestra nach Cayo Villarreal fahren. Okay. Wenn wir diesen Singao umlegen, bricht die ganze Operation von José zusammen. Okay, klingt nach Plan. Aber das bleibt unter uns, ja? Papa hat schon genug um die Ohren. Ja, der scheint sowieso ein bisschen gestresst zu sein. Wir sehen uns am Boot. Am Boot. Wie bitte? Schneller. Was willst du? Ich will, was die da wollen. Was auch jeder andere wollte, der hier rüberging. Okay. Sein Blut vergoss. Und okay, reden wir mit Papa noch. Verlaufen, Turi? Hör zu, Carlos. Ich weiß, du traust weder mir, noch Clara, noch Libertad. Oder den anderen Arschlöchern, die sie geschickt hat. Ich mach dir keinen Vorwurf. Uns kennt hier ja keiner. Da hast du recht. Was weißt du noch? Dass Napoleon el Pequeño euer Land gestohlen hat. Ich weiß, dass das Gift, das ihr auf eure Felder sprüht, eure Leute umbringt. Okay. Ich weiß, dass du krank bist. Und lieber stirbst, als um Hilfe zu bitten. Ja, nicht so clever. Wirf bloß nichts weg, das dir nützen kann. Das Depot, in dem sie das Gift lagern. Brenne es alles nieder. Ah, wieder was niederbrennen. Zum Besprühen des Tabaks. Nimm sie auseinander. Die Drucksprüher auf den Feldern. Töte sie alle. Alles klar, Käfer. Das klingt nach Job auf. Schick mir eine Postkarte. Es klingt am Plan. Hierher, Kätzchen. Okay. Wir haben so viele Möglichkeiten jetzt zu tun. Da wäre zum Beispiel Napoleon die Geschichte Luft säubern. Okay, was haben wir denn hier noch? Wer ist ein guter Junge? Okay. Schauen wir uns auch noch kurz an. Und dann werden wir beim nächsten Mal uns entscheiden, was wir anstellen. So viele Möglichkeiten. Ich will das. Streichel mal ihn. Phillys flauschiger Freund freut sich auf eine fantastische Festmahl.
Sieh sich einer die perfekten kleine Wurst an. Ich muss seine köstlichen Leckerli finden, eine Mahlzeit für den Hundeprinzen an einem besonderen Tag. Vaterland genauso okay. liebt, wie wir es lieben. Alles klar. Und was genau soll das bedeuten? Ehrlich okay. gesagt. Schmutzige Rezeptkarte. Chirosius darf nicht hungrig werden. Ich muss das Rezept noch woanders aufschreiben. Der kleine Scheiß wird echt unangenehm, wenn sein Magen leer ist. Jambala al Estilo de Cochrios. Zutaten. Krokodilfleisch, schwarze Bohnen, Rosenwasser. Okay, Zubereitung. Finde die größte hinterhältige hässliche Krokodil der Costa de Mar. Philips Profite. Alles klar, ganze Scheiße in den Topf schmeißen. Zutaten sammeln. Nein, komm zu mir in meine streng geheime. Beschaffe Krokodilfleisch. Ich brauche deine Hilfe. Streng geheim, okay. So, das ist dann sozusagen das, was wir demnächst anstellen werden. Sondereinsätze, Schwarzmarkt, Krokodil sammeln. Wir haben viel zu tun. Du verrätst mir nicht, wo sie ist. So, was wir aber als nächstes so anstellen werden, das ist alles beim nächsten Mal. Clara. Ich habe die Monteros getroffen. Oh, so viel los hier, das ist naja, ja fast... Carlos will nichts mit mir zu tun haben, aber ich verstehe mich gut mit seiner Tochter. Sie ist meine Eintrittskarte. Okay. Du musst sie verstehen. Einer von ihnen werden. Der erste Schritt ist, dieses Lager zu verstehen. Ich sehe mich mal um. Genau, okay, Danny, das haben wir gemacht. Pass gut auf dich auf. Erkunde das Lager, finde heraus, was es zu bieten hat. Das haben wir schon gemacht. Benito, lust mal wieder Pirat zu spielen? Wir brauchen Ressourcen, Infos, Verbündete. Genau. Nur du kannst all das beschaffen. Ich schicke dir alle, die ich befreie. Die werden sich freuen, es an Ton heimzahlen zu können. Jo. Bald hast du deine eigene kleine Piratenarmee. Benitos Bandidos. Benitos Bandidos. Ich muss zugeben, das klingt ziemlich gut. Schick einfach alle zu mir und ich höre mich weiter nach Gelegenheiten um. Viva Libertad. Viva Libertad. Das klingt nach viel Arbeit jetzt. Und wir sind gerade mal bei dem ersten. Rekül für starke Einsätze deiner Bandidokräfte. Okay. Das wird viel Arbeit. Wir werden viel Spaß haben. Ich hoffe mal, ihr werdet auch Spaß haben. Dann werden wir uns wahrscheinlich den Rest des Jahres damit auch rumeiern können. Wird super. Wenn ihr das super findet, gebt mir kurz einen Daumen nach oben. Dann weiß ich, dass es euch gefallen hat. Netten Kommentar. Wenn ihr irgendwas Besonderes sehen wollt, irgendwelche besonderen Missionswünsche habt, dann machen wir das natürlich. Bis dahin bleibt mir nur eins zu sagen. Ich bin MacBurago und sag Servus und Ade.